Das steht außer Frage, muss ich mal so sagen. Da unten könnte man noch runter, aber... Ich möchte... Ich bin so doof, ey. Ich bin so doof. Ah, okay. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hatte ja eben eh gespeichert. Was hat der denn da bei sich? Oh! Wie cool! Wir wären ja eigentlich jetzt gestorben und hier umgewandelt worden. Wie cool ist das denn? Ah! Das ist ja mal richtig cool. Ich dachte schon, ich wäre jetzt draufgegangen. Nee. Also können die aber mich nicht irgendwie auf eine andere Ebene verschleppen und da dann... Aber ganz ehrlich, wer hat uns da jetzt hingebracht? Also, das wirft gerade sehr viele Fragen auf, muss ich gestehen. Das wirft sehr, sehr viele Fragen auf. So, hier hinten waren wir. Da oben lang, genau. Ich versuche jetzt erstmal kurz da nochmal lang zu kommen. Also, das war ja eben... Genau, da kommen wir wieder in die Richtung und dann hier. Das ist schon sehr, sehr strange. Wollte ich mal das Spiel? Hoi. Das war knapp. Da unten waren wir, aber ich möchte darüber. Ah, ja gut. Da unten waren wir ja auch schon. Und jetzt dahin. Gut. Wo sind wir jetzt hier? Auf jeden Fall irgendwo, wo wir noch nicht waren. Ich schalte mal wieder für mich die Waffe hier ein. Ah, okay. Perfektes Gewehr. Menschliche Leiche. Supersprengstoff? Okay. Reflex-Reaktionshilfe. Splitter-Munition und Hornisse-Munition. Sehr gut. Ich speichere eben nochmal. Dann machen wir ruhig mal auf Slot 12 jetzt. Das ist, glaube ich, nur für da, ne? Und hier sind wir jetzt. Okay, okay, okay. Das ist gut. Dann haben wir das Geheimnis auch schon mal gelüftet. Ja, ich weiß, ich habe eben schon gespeichert, aber ist auch egal. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig reingehe, oder? Ja. Ja. Aha. Vollständige Heilung. Das ist so cool, dass ich jetzt das hier machen kann. Das ist so cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie funktionieren könnte, die Dinger. Ich dachte nur, das wäre irgendwie für was anderes, aber wie man sieht. Da habe ich mich getäuscht. Da. Gut. Die Frage ist, ist das jetzt noch offen? Also sind die Typis da jetzt noch... Ja, okay. Also ist nicht so schlimm. Gut. Ah, Schande. Ich habe den nicht getroffen. Ah, Mist. Ist mit in der Luft explodiert. Nee, ich möchte die Granaten nicht verschwenden. Also, dann nehme ich mir jetzt eine Granate. Oh, da ist noch einer. Okay, das ist fies. Ah, Schande. Immerhin die Granate jetzt nicht verschwendet gewesen. Ich richte die gleich wieder aus, wenn ich da bin. Boah, das ist so praktisch. Dann braucht man nicht ständig speichern, laden. Oder laden, speichern eher. So. Noch eine Granate. Gut.
Hehe. Dachte sie wirklich, da könnte sie mich jetzt mit austricksen hier. So. Mhm, menschliche Leiche. Kamera. Da. Aha, hier war der. Oh, hier ist, glaube ich, auch nichts drin. Ich glaube, die werden auch nie was dabei haben. Munition, sehr gut. Da unten. Das ist eigentlich so ein mieses Versteck, ne? Was bist du denn? Das ist das Viech, was wir da auf der Kamera gesehen hatten. Mhm. Kann ich das überhaupt besiegen? Also ich treffe es, aber ich mache anscheinend keinen Schaden. Reicht schon eine Gasgranate. Wenn ich da mal so wäre, dass ich dann auch treffe. Ah. Ich glaube, ich lade gleich nochmal. Da. Ah, ich lade nochmal. Darf doch nicht wahr sein. Oh, ich habe vergessen zu speichern. Okay, also. Willkommen meiner Todesmaschine. Ah, schade. Ich habe die jetzt aber noch in der Hand gehabt, die Granate, ne? Moment. So. Willkommen in meiner Todesmaschine. Ah, ja gut. Heieiei. Mhm. So, dann nochmal aufladen. Reingehen und dann nochmal. Heieiei. Also da dann eben aufpassen. Ist gut. Hm, linke Maustaste. Hier. Ah, Schande. Ach, Mann, das gibt's doch nicht. Ah. Willkommen in meiner Todes. Na, ah, Mist, das gibt's nicht. Oder ich versuche eben links erstmal den und dann kann ich mich da in der Ecke verstecken. Willkommen in meiner Todesmaschine. Genau so. Ah, ja gut. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache, die Granate ist jetzt nicht verschwendet. Stimmt, ich könnte mich ja eigentlich auch mal heilen. Ich bin doof. So. Hm? Der erste Abschnitt, der so ein bisschen Schwierigkeiten macht. Weil ich ein bisschen doof bin. Aber naja. So, wollen wir sehen. Dann rechts war noch der andere Geschützturm. Wo ist er? Da! Und den anderen hier habe ich gleich mitgenommen, so wie es aussieht. Jo. Moment, lag die Munition da eben schon, oder? Ich glaube, das ist von dem anderen Cyborg. Der ist hier so durch die Gegend gepfeffert. Naja. Energie lade ich gleich nochmal auf. Oh, hier liegen noch Sachen. Okay. Ja gut, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die menschliche Leiche hat nichts. Der hat nochmal das Zeugs. So. Oh, Moment. Das habe ich ja total übersehen. Solchen Nischen sichern sich. Moment. Sichtverbesserung. Okay. Genie, Intelligenz, Chemikalie. Bei solchen Sachen wie hier. Das sieht manchmal so gruselig aus. Weil das so eng beieinander ist. Naja. Also. Es ist klaustrophobisch. So. Ha, Wortfindungsschwierigkeiten mal wieder. Energie aufladen. Oh, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Oh nein, sagt nicht, der ist wieder gespawnt.
Och nein. Ja gut, jetzt bin ich auch tot. Aber ich hoffe, ich habe ihn mitgenommen. Wer bin ich? Das wäre echt übel. Die Frage ist auch, spawnen die nach einer gewissen Zeit oder je nachdem, wie viel Fortschritt ich im Spiel habe? Ich würde jetzt nämlich ruhig mal sagen, ich speichere jetzt mal hier. So. Das war eben hier vorne, ne? Ja. Da ist das, genau. Hier war ich drinne. Genau, hier waren wir. Okay. Ich würde sagen, versuchen wir nochmal, das eine Viech da eben platt zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann schauen wir erstmal weiter, ob wir irgendwo nochmal wo weitergehen können. Bob. Achso, da. Ich hoffe, ich habe auch alle Kameras soweit. So, da ist das Ding. Ich glaube, wir kriegen dann gleich so eine Nachtsicht, oder? EMP nicht. Nitro, Mine, Granate. Geht das Ding nicht hoch? Landmine scharf. Wer denn? Au. Ich bin selber drüber gerannt. Ich dachte, ich könnte ihn darüber locken. Okay, der geht dann gleich nach rechts rüber. Okay. Mach den bitte. Was ist das momentan mit dem Spieldurchlauf? Das geht doch nicht. Okay. Ja, komm her. Hier, komm her. Hier, na los. Ah, gibt's doch nicht. Kriege ich das bitte mal hin, dass der über die Mine drüber rennt? Rennt er da nicht drüber? Komm, hier. Der hat es überlebt? Nee. Ich wollte schon sagen. Also das wäre jetzt wirklich übel gewesen, wenn er das überlebt hätte. Safety Override Access. Aha. Was bist du? Rundumgerät, Version 1. Ja, habe ich ja schon. Ja gut. Naja. Fragt sich nur, wo wir da jetzt hinkommen werden. Antigravitationsschalter. Ah, dass wir hier runter können. Ja gut. Na gut, hier hinter dem Gitter sind wir ja sicher. Aber die leider auch. Panzerte Tür. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, die Waffe, die wir da gerade haben, die ist ein bisschen schwach. Gegen die. Okay. Was ist das? Achso, ja. Der Strahler. Ah, es ist gerade ein bisschen schwierig, hier durchzukommen. Kann auch sein, dass wir noch gar nicht hierher sollen, eigentlich auf der Reaktorebene. Also noch nicht hier sein sollen. Ja, gut. Ach, da oben ist der. Ach so, da waren wir ja gerade. Auf der anderen Seite. Genau, hier. Dann können wir uns den ja immerhin schon mal vorknüpfen. Was
müssen ja sowieso hier unten hin. Ich treffe ihn eigentlich nicht und trotzdem treffe ich ihn. Ach ja, stimmt, da war ja auch noch einer. So, her damit. Sonst scheint da auch nichts zu sein, okay. Wie der jetzt da oben hängt. Komm. So. Und so. Warum ist das Panel da so dunkel? Naja. Hier konnten wir ja vorhin ganz kurz reingucken. Ah, okay, das ist so ein Flechtegewehr wieder. Ich möchte es mal ganz kurz... Ah ja, okay. Ich möchte das hier einmal eben ausrüsten. Entladen. Und dann kann ich wieder gegen die Waffe tauschen. Da habe ich immer noch die Munition dafür bekommen. So. Bleibt bei der hier aber. So, was ist das? Energie- und Projektilschild Version 1. Mhm. Turbosystem. Ja, okay. Nichts weiter, was uns interessieren könnte. Sieht aber wirklich so aus, als könnte man da rein, aber nee. Ist einfach nur ein kleiner Grafikfehler. Na gut, du nicht. So, wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Okay. Ein wenig hochgeglitscht. Ich frage mich nur gerade, was hier oben denn ist. Achso, das sind Leitern. Oder das kann man so als Leiter nutzen. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Hm? Waren wir ja vorhin bei dem anderen Spielstand und jetzt kommen wir hier raus und sind wieder am Anfang. Genau. So, Karte. Ich mag es, die Karte zu komplettieren. Ist so schön. Nur hier jetzt nicht unbedingt. Ja, aufpassen. Nicht, dass da gleich wieder so ein blauer Geschützturm auf uns lauert. Da unten müssten wir dann eigentlich auch gleich mal rein, aber dann voll geheilt. Oh, da ist tatsächlich einer. Gut. Moment. Ich möchte... Da kann ich jetzt nicht, weil ich was in der Hand habe. So. Passt schon. Ach Schande, ich muss da lang. Da ist der Fahrstuhl. Ja, das ist jetzt doof. Ah ne, Moment. Ich wollte nicht zum Fahrstuhl, ich wollte hier, die Krankenstation. Richtig. So. Dann holen wir uns aber auch nochmal kurz Energie für unsere Waffe. Und dann können wir einmal unten in den Bereich rein, wo wir vorhin gestorben sind. War das hier durch? Ja, doch hier. Mist. Nee, doch nicht. Müsste dann hier... Hä? Wie bin ich denn eben gegangen? Hier, ne? Ja. Aber ich sag ja, die Musik ist wirklich super. Genau, da hatte ich das eben hingeschmissen. Dann gehen wir jetzt mal kurz hier runter. Moment, kann ich wieder rauf? Ja, gut. Speichern natürlich einmal. Bupp, ich trinke nochmal einen Schluck. So. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Safety Area. Ja, wir gucken jetzt uns einfach mal ganz kurz um. Antigravitation. Ah, das war nur der kleine Bereich da anscheinend. Ja, gut, Turbosystem veraltet. Antigravitationszeiger. Kann ich dem auch noch eine Mine entgegenwerfen?